Hallo und willkommen zurück zu DeathGrid Max. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh, wo fahren wir lang? Fahren wir da lang. Passt schon. Die haben eine Kanone? Ja auch. Es neigt fast dazu, fair zu sein. Fast, aber wir sind besser. Casino, Selbstmörder. Ja, wir spielen eh nicht im Casino, aber das Casino ist wieder so eine Abkürzung. Hey, komm, wir nehmen es. Oh ja, ihr habt exakt die richtigen Waffen für diesen Kampf mitgebracht. Fällt mir sogar irgendwie. So, bleibt nur noch der. Und wir leben noch. Wow. Wir haben aber ein paar Schläge einkassieren müssen. Wir mussten ordentlich einstecken. Ich hoffe, wir kriegen bald einen Rastplatz irgendwo zur Verfügung. In irgendeiner Art und Weise. Ja, sowas in der Art wäre zum Beispiel ganz akzeptabel. Drängen. Naja, ist besser als der. Verdienen wir wenigstens was dran. Stromschlüsseln. Erste-Hilfe-Kit benutzen wir wahrscheinlich eh nicht. Da wollte ich gar nicht hin. Warum nicht? Er macht zwar sonst nicht viel anderes, aber... schön. Ich würde mein Glück doch lieber gerne nochmal mit einem Shop versuchen. Motor-Upgrade. Ein Flammenwerfer plus. Ja, das ist die Option, die wir gesucht haben. Alle voll dabei. Wenn wir den verscherbeln... Ich würde aber lieber das... Wir sollten uns nicht so anstellen. Wir spielen schließlich zum Spaß. So. Und ja, ich würde sagen, der macht Spaß. Thank you.
Noch einer! Seid ihr wahnsinnig! Puh. Als ob einer noch nicht gereicht hätte. Nude Nets oder... Ja. Wir nähern uns dem Ende, ja? Ich spür's schon ganz hart kommen. Ein Ticket brauchen wir in jedem Fall noch. Jessup, eigentlich eher weniger. Warum ich da vorher noch nicht dran gedacht habe. Wahrscheinlich, weil ich manchmal auch wie alle anderen Menschen hin und wieder ein Brett vorm Kopf habe. So. Hui. 75, 65, 80, zack. Definitiv. Ja, für Drogen bleibt jetzt wahrscheinlich nichts mehr übrig, aber... ja. Jetzt voll draufhalten, sag ich jetzt. Wie denn? Die sind gemeingefährlich. Können wir uns nicht leisten, brauchen wir nicht mehr. Das ist ein bisschen billiger als selber machen. Das First Aid Pack mitzunehmen macht nur Sinn, wenn wir noch einen haben, der das auch benutzen kann. Okay. Fußgänger und Rutsch. Ich nehme mal Fußgänger und Rutsch. Hm, okay. Oh, der Ziegelsteinwerfer. Der muss natürlich dabei sein. Okay. Das Schöne ist, die können nichts aushalten. Ein paar ordentliche Treffer und... Okay, und da kommt der Geldtransport sozusagen. Naja, ich hätte mir lieber einen Anhänger voll mit Leuten gewünscht, aber... Okay, Helikopter und dichter Verkehr... Lieber nicht. Dringend was zu essen. Vorschlaghammer Plus. Hm. Auch keine Verbesserung mehr. Naja, viel verbessern können wir da ja auch schon nicht mehr. Also 700 nehmen wir.
wir haben gewonnen. Glaube ich. Manchmal muss diese Feststellung einfach reichen. Ich schon mal erwähnt, dass ich Selbstmörder hasse. Komisch, egal wo der Typ sitzt, ne, der scheint immer volle Kanne abzukriegen. Okay, ein Boss. Es könnte natürlich unser schockierendes Ende kommen, indem man uns einen Boss hinknallt, den wir mit einer Fernkampfwaffe kaum besiegen können. Sind wir gut genug aufgestellt. Fernkampf, brauchen wir nichts. Garage, sind wir hervorragend dabei. Drogen, passt. Wie gesagt, das Erste-Hilfe-Kit würde ich mitnehmen, wenn es einer während der Fahrt benutzen könnte. Endlich können... Kriegen wir die mal zwischen und haben so gut wie gewonnen. Endlich mal ein super einfacher Boss. Das haben wir uns, glaube ich, auch verdient. Nichts zu verbessern. Eine Maschinenkanone. Nee, lohnt sich nicht. Garage haben wir. Wie viel? 134. Ja. Leisten wir uns mal was. Hier gibt's nix. Und schon wieder mit einem Nerd. Lernt Nerds zu hassen in diesem Spiel. Aber wir leben alle noch, das ist gut. Noch mehr Nerds. Ja, ich weiß, die mussten den Schwierigkeitsgrad ja ein bisschen nach oben hin anpassen. Das ist auch irgendwo verständlich. Aber wäre es nicht vielleicht mal zu überlegen gewesen, die Anzahl der Nerds auf ein... sagen wir, geistig normales Maß zu reduzieren. Es gibt hier noch ein Ticket. Tickets haben wir genug. Gibt es nichts mehr zu optimieren. Das ist auch keine Verbesserung. Da waren wir gerade so. Moin. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Das ging schnell. Raketenwerfer oder Selbstmörder? Pest oder Galle? Dürfen wir am Ende nur noch Typen mit Turm mitspielen? Puh. So.
Ne, dann lieber. Direkt in Hamburger. Nee, immer noch keine Optimierung. Aber jetzt ist auch langsam Maschinenkanonen. Bremsen. Bremsen sind auf jeden Fall. Ist okay. Mit Rookies kommen wir klar. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob das so wahr ist. Workshop. Wir haben nichts zum Aufrüsten. Das Geld ist mir dabei noch nicht mal so wichtig, aber jetzt möchte ich langsam überleben. Denn langsam wird's hektisch. Sonst noch irgendwas. Ja, schon wieder mit einem Nerd. Schön Abstand zu uns halten. Wir möchten gar nicht aus der Nähe mit euch sprechen. Geld geht's jetzt eh nicht mehr.
Tickets haben wir. Tief durchatmen. Leute, es könnte Ihnen besser gehen. Wagen ist in Ordnung. Und Ziegelsteinschmeißer. Da habe ich noch eins. Raketenwerfer und Selbstmordmotorräder. Die haben Maschinenkanonen. Und damit fahren wir zum Boss. Muss das sein? Oh, schön, den hatten wir glaube ich noch nie, das Preisschwein. Ah, Schwein gehabt? Würde ich mal so sagen. Okay, also ich habe ehrlich nicht die geringste Ahnung, was uns erwartet und worauf wir uns einstellen sollen. Ich bin froh, dass der Wagen sich ein bisschen bewegt. Wahrscheinlich wird Mark nicht lange durchhalten. Gewinnen wir das etwa? Oh mein Gott! Das hätte ich nicht mal geglaubt. Das war ein krasser Gegner und ich habe nicht damit gerechnet, aber... Wow. Hey. Schön, dass wir auch mal ein paar gute Durchgänge haben. Das Spiel treibt den Puls immer wieder nach oben. Hey. Noch ein Fahrzeug abgehakt.
Und als nächstes kann ich euch jetzt schon mal verraten, möchte ich in jedem Fall mit dem Lernie-Wagen durchkommen. Ist mein fester Plan. Ob das klappt, werden wir sehen. Wie viel Mühe und Anläufe wir brauchen, werden wir sehen. Aber in jedem Fall, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.